Und ich will eigentlich mit Ihnen so ein bisschen die eigentlich schon viel diskutierte Frage besprechen: Ist ein Mobbinggesetz notwendig auf nationaler Ebene oder auch auf europäischer Ebene? Da gibt es ein großes Für und ein großes Wider. Und sollten wir zu dem Ergebnis kommen in unserer Runde hier, dass die Notwendigkeit für so ein Mobbinggesetz besteht, wie es ja auch in einigen Ländern schon existiert, würde ich auch gerne mit Ihnen darüber diskutieren, welchen Inhalt sollte so ein Mobbinggesetz haben und dann natürlich auch in der Nachfolge noch, wie ja, können wir so ein Mobbinggesetz in die Wege leiten, wie können wir das auf den Weg bringen. Es ist ja schon auf verschiedenste Art und Weisen probiert worden, bisher halt noch nicht so erfolgreich. Die Politiker trauen sich auch nicht so richtig ran. Vielleicht gibt es jetzt über diese Initiative der Piratenpartei einen neuen Ansatzpunkt oder auch in der Slowakei. Ich bin ganz gespannt auf das, was Sie zu berichten haben, was Sie vorhaben, wie so ein Gesetz aussehen soll. Sollten wir zu dem Ergebnis kommen? Eigentlich ist es Quatsch, wir haben schon genug an Gesetzen, genug an Vorschriften. Denke ich, kann man auch noch weiter diskutieren, nämlich wie können wir diesen vielleicht auf andere Wege den Rechtsschutz verbessern, weil das nicht optimal ist, wissen wir. Oder wie können wir auch die Präventionsmaßnahmen, die existieren, noch verbessern. Gibt es ja sicherlich auch andere Wege, wenn man das nicht über ein Gesetz regeln will. Vielleicht vorab so eine ganz kurze Info, wie ich den gedacht habe, dass der Workshop ablaufen kann. Ich wollte vorab so ein paar stichpunktmäßig bekannt geben, wie sieht es in Europa aus mit den Vorschriften, auf die wir uns bis jetzt berufen können. Wie sieht es in den einzelnen Mitgliedstaaten aus? Und dann eigentlich schon in die erste Runde starten. Ich würde gerne ja, vielleicht zwei Gruppen machen. Dann kommt man vielleicht auch zu ein paar mehr Ergebnissen, als wenn wir in der großen Runde diskutieren. Wenn sich jeder zu Wort melden will, reicht dann vielleicht die Zeit doch nicht. Ja, und dann können wir so ein bisschen die Ergebnisse auch präsentieren aus der ersten Runde und machen dann mit der zweiten Runde weiter. Wie sieht es aus mit den Inhalten? Wie können wir was verbessern? Ja. Im Moment ist es ja so, dass wir auf europäischer Ebene bisher kein Gesetz haben, direkt auf Mobbing bezogen. Wir können auf einige andere Dinge zurückgreifen, zum Beispiel auf völkerrechtliche Regelungen, Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, Schutz vor Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung und Strafe. Ich denke, einzelne Sachverhalte aus einem großen Mobbing-Sachverhalt können vielleicht unter diesen Artikel 3 fallen. Aber auch hier haben wir wieder das Problem, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte können wir erst dann anrufen, wenn wir innerstaatlich den gesamten Instanzenweg durch haben. Und das muss erstmal jemand schaffen, der betroffen ist. Also das ist kein optimaler Rechtsschutz. Damit kommen wir nicht wirklich weiter. Ähnlich sieht es aus mit Artikel 1 der Europäischen Charta für Menschenrechte, Menschenwürde oder Artikel 4, in dem Verbot von Folter und auch unmenschlicher Strafe und Behandlung oder Artikel 31, in dem ja drin steht, das Recht auf einen gesunden, sicheren und würdigen Arbeitsplatz. Das sind nur alles Regelungen, die sind nicht rechtsverbindlich. Das heißt, auch da kann ich mich nicht direkt drauf berufen als Betroffener. Ich habe also nicht wirklich was davon. Also das auch sehr schwammig ausgedrückt. Weil davon abgesehen. Ja, da kann man alles und nichts reininterpretieren. Auch da kann ich als Betroffener keinen Rechtsschutz herleiten, mit dem ich jetzt weiterkomme. Kommen wir nochmal zu Artikel 136 EG-Vertrag. Da geht es um die Bekämpfung von Ausgrenzungen. Auch das kann wieder einen Teil des Mobbing-Sachverhaltes betreffen. Aber auch hier habe ich keinen optimalen Rechtsschutz, weil auch
dieser Artikel wieder nur programmatischen Charakter hat. Auch den kann ich nicht direkt heranzitieren und kann Recht daraus für mich herleiten, sodass mir das auch nicht weiterhilft. Und dann haben wir die Rahmenrichtlinie 89391 EWG, auch genannt Grundgesetz des betrieblichen Arbeitsschutzes. Aufgrund dieser Rahmenrichtlinie können weitere Richtlinien erlassen werden, die wurden auch erlassen. Und es stellt sich hier die Frage, kann man diese Rahmenrichtlinie überhaupt verwenden, weil hier nicht von psychischer Gewalt die Rede ist in diesen Rahmenrichtlinien, sondern nur von physischer Gewalt. Und auch die Arbeitsbedingungen, von denen dort gesprochen werden, sind nicht die sozialen und psychosozialen Arbeitsbedingungen, sodass bereits im Europäischen Parlament schon darüber gestritten wird, ob wir hier überhaupt Mobbing drunter definieren können und wir mit dieser Rahmenrichtlinie überhaupt weiterkommen. So wie die Rahmenrichtlinie im Moment existiert, ist sie auch in den meisten Mitgliedstaaten umgesetzt, in Deutschland zum Beispiel mit dem Arbeitsschutzgesetz. Aber da kommen wir ja mit dem Sachverhalt, der bei Mobbing vorliegt, eigentlich nicht weiter. Also in den meisten Fällen nicht. Weil das sind ja diese subtilen Geschichten, was sich alles in den Grauzonen bewegt. Ist ja relativ selten, dass wir da wirklich mal aufs Arbeitsschutzgesetz zurückgreifen können. Also da hat man ja in der Regel schon was in der Hand, wenn man das zitieren kann. Ja, sodass wir auch mit dieser Rahmenrichtlinie nicht so weit kommen, da müsste auch erst noch was geändert werden. IWG war das? Ja. Gilt das überhaupt? Ja, die wird sich noch bezogen, klar. So, ansonsten, wenn wir jetzt in die Mitgliedstaaten selber hineinschauen, ist es so, dass alle Mitgliedstaaten ja punktuell ihre Regelungen haben, strafrechtliche Regelungen oder Arbeitsschutzgesetze, Arbeitszeitgesetze, Gesetze gegen sexuelle Belästigung oder Antidiskriminierungsgesetze, die sind vorhanden. Und wenn ich einen Mobbing-Sachverhalt habe, der da vielleicht irgendwo passt, dann kann ich auch da einen Teil des Sachverhaltes herausnehmen und dagegen vorgehen. Ich selber hatte noch keinen Fall, wo ich eins von diesen Sachen hätte nehmen können. Da liefen die Geschichten alle ganz anders. Da konnte ich diese Paragraphen alle nicht nehmen. Es war keine Diskriminierung wegen Alter, Geschlecht oder Religion, oder es wurde nicht in dem Sinne verleumdet oder bedroht. Dann nützen mir diese einzelnen kleinen Gesetze nichts. Es gibt, was ich gerade noch vergessen habe, auf europäischer Ebene noch eine Rahmenvereinbarung der europäischen Sozialpartner, die ist aus 2007, gegen Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz. Aber die setzt vom Prinzip auch wieder nur darauf, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten wieder die einzelnen Sozialpartner diese Sachen umsetzen. Also da geht es um die Prävention hauptsächlich und darum, dass sich die Gewerkschaften und die Arbeitgeber zusammensetzen und sagen, okay, wir machen jetzt eine Vereinbarung, wir regeln, wie gehen wir vor, sollte ein Mobbingfall auftreten oder wie gehen wir vor, um präventiv zu wirken. Funktioniert natürlich nur, wenn der Arbeitgeber mitspielt. Ohne nicht, ja. Mir fällt auch gerade was ein, im Prinzip kann man auch das Spam hernehmen, weil ja diese 6 Wochen in den allermeisten Fällen überstiegen werden, steht ja auch Prävention drüber. Und da müssen sich eigentlich auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammensetzen und versuchen herauszufinden, im Sinne eines präventiven Handelns, was sind die Ursachen, wo können wir verhindern, dass sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Ja. Aber man ist halt wirklich darauf angewiesen, dass man sich zusammensetzt. Ist aber klarer als Gesetz formuliert. Ja. Aber also es ist ja nicht ein Artikel wie im Grundgesetz. Ja, was ist die Konsequenz, wenn sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmervertreter nicht zusammensetzen? Zum Beispiel, dass eine Kündigung wirkungslos ist. Das wird dem Arbeitgeber nicht reichen, um zu sagen, ich setze mich wirklich hin. Das ist die Frage. Ja, man muss eben gucken. Gerade bei solchen Geschichten muss die Kosten-Nutzen-Rechnung für den Arbeitgeber darf die nicht aufgehen, ne? Sodass er wirklich gezwungen ist, da auch präventiv tätig zu werden, wenn er es nicht schon von alleine sowieso machen würde, weil er sagt, ich habe die Einstellung so dazu, dass ich hier wirklich Schaden vom Arbeitnehmer fernhalten will. Dann wird er sich sowieso von alleine hinsetzen und wird versuchen, da was zu erreichen. Aber die Arbeitgeber, denen das egal ist, denen muss man über die Kosten-Nutzen-Rechnung kommen. Ansonsten geht es gar nicht. Okay. Ja. Das ist meine Auffassung. Aber es ist auch nicht billig für ihn, wenn er nichts macht. Das ist richtig. Beim Ben selber, da brauche ich ja zunächst keinen Cent zu zahlen. Ja, eben. Wenn er was macht, kostet es nicht viel. Aber wenn er nichts macht, wenn er den zum Beispiel kündigt wegen Krankheit oder. Ja, ganz grundsätzlich ist die Kündigung ja nicht automatisch unwirksam. Es ist ja eigentlich nur von der Beweislast her eine leichte Umkehrung. Ja? Also man kann ja nicht sagen, er hat den BEM nicht durchgeführt, automatisch ist die Kündigung schon unwirksam, sondern es ist ja in der Beweislast etwas. Aber es ist halt es kann zur Unwirksamkeit führen. Es ist schwieriger, es kann zur Unwirksamkeit führen, das ist richtig, aber das wird ihn nicht weiter interessieren, dann haut er die nächste Kündigung raus. Und so teuer ist das dem Arbeitgeber nicht, wenn er den Arbeitsgerichtsprozess verliert. Und wenn er dem sowieso entgegenschaut, dann muss er da auch nicht mit Anwalt hin. Dann kostet es ihm seine eigene Arbeitskraft nur für die eine Stunde und das war's. Was ihn aber nicht entbindet von seiner Von seiner Aufgabe. Pflicht, das ist wahr. Das entbindet ihn nicht von seiner Pflicht. Aber der Arbeitgeber, der Böses will, dem tut es nicht genug weh. Denke ich mal. Ja, das weiß ich. Das ist manchmal so Portokassen ja, Mühen halt, verhandeln. Ja, genau. Ist ja das Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ja, gut, um wieder auf die Mitgliedstaaten selbst zurückzukommen. In einigen Mitgliedstaaten haben wir ja Mobbinggesetze. Frankreich, Schweden, Belgien, Finnland, Spanien, Serbien ist relativ neu noch. Diese Mobbinggesetze unterscheiden recht häufig, finde ich, einmal zwischen den staatlich Bediensteten, für die gibt es Gesetze, und für die aus der Privatwirtschaft, was ich schon mal sehr interessant finde, dass da eine Unterscheidung gemacht wird. Dann sind diese Mobbinggesetze relativ, also die sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, darauf ausgelegt, Mobbing-Sachverhalte am Arbeitsplatz zu erfassen. Mobbing-Sachverhalte gibt es aber auch in anderen Ebenen. Die gibt es unter Schülern auf dem Schulhof, den Mobbing gibt es im Internet, in Vereinen, in der Nachbarschaft, in Haus- und Wohngemeinschaften. Ja. Meiner Meinung nach, wenn man einmal an einem Mobbinggesetz dran ist, sollte sowas mitgeregelt werden. Und man sollte sich da nicht nur auf den Arbeitsplatz beziehen. Dann, wenn dann richtig. Können Sie abschätzen, ob die Gesetzgebung bezüglich des öffentlichen Dienstes vielleicht schärfer ist als gegenüber der freien Wirtschaft? Weiß ich nicht, nein. Denn wir haben im Netzwerk auch schon mal diese Diskussion gehabt, sollten wir nicht, was Prävention angeht, verschiedene Ansätze machen bezüglich des öffentlichen Dienstes und der freien Wirtschaft. Weil die vielen oder die meisten Mobber im öffentlichen Dienst nicht Gefahr laufen, in irgendeiner Weise rausgeschmissen zu werden. Das ist richtig. Die können sich sicherer fühlen. Das ist wohl wahr. Und es kann durchaus auch sein, dass der oberste Dienstherr
auch nicht in dem Sinne so eine Kosten-Nutzen-Rechnung für sich aufmacht, wie jemand aus der Privatwirtschaft, weil es ist ja nicht sein Geld. Ja. Man kann da schon irgendwo Unterscheidungen treffen, vielleicht geruht es daher. Aber wie genau die Unterschiede da sind, kann ich nicht sagen in den einzelnen Gesetzen. Heute schon ein paar Mal erwähnt ist der Gesetzesentwurf der Piratenpartei. Ich habe ihn leider vergessen, ich hatte ihn mir ausgedruckt. Der ist sehr nah angelehnt an das Gesetz aus Serbien und enthält präventive Regelungen, aber auch repressive Regelungen, den Straftatbestand, auch Beweiserleichterungen, aber nicht so wie in Frankreich, sondern ich denke, es ist ein Ticken besser gelöst, wobei es wirklich drauf ankommt, wird das Ganze in der Praxis umgesetzt. Also ich hatte schon auch gehofft, dass heute vielleicht mal Leute aus Frankreich oder auch aus Spanien, aus Schweden da sind, die einfach mal sagen, wie lebt es sich mit diesem Gesetz, wie wird es praktisch angewandt und hat es wirklich Vorteile, dieses Gesetz, oder hat es einfach nur plakative Wirkungen? Ich habe letzte Woche mit einem Mobbingberater gesprochen, der schon öfter auch Betroffene bei sich in der Praxis hatte aus Frankreich, die immer nur gesagt haben, nee, nützt uns nichts, bringt uns nichts. Es sind vielleicht einzelne Empfindungen, ich weiß es nicht, ob es wirklich allgemein so gesehen wird. Was in diesem Gesetzesentwurf der Piratenpartei zum Beispiel nicht enthalten ist, ist eine Regelung zur Haftung des Mobbers oder des Arbeitgebers gegenüber den Sozialkassen. Es gibt ja in Deutschland Regelungen und normalerweise könnten die Sozialkassen Regress nehmen, es wird nur nicht gemacht. Ich habe mich dann mal getraut, jemanden, der bei so einer Kasse arbeitet, gefragt, warum eigentlich nicht? Und da wurde mir gesagt, ich unter der Hand, die Arbeitgeber zahlen ja hier ein. Warum sollen wir die jetzt in Regress nehmen? Wenn ich den in Regress nehme, dann wird er alle abziehen bei uns. Vielleicht liegt es daran, dass da kein Regress genommen wird. Aber wenn es so etwas gäbe, würde es sich ein Arbeitgeber auch noch mal einiges mehr überlegen, ob er da mitmacht oder ob er das duldet. Denn das sind richtige Beträge, die auflaufen. Ich habe jetzt eine Verständnisfrage. Wie kann sich der Arbeitgeber dem entziehen? Er kann ja nicht aus den Sozialkassen herausgehen. Nein, aber er kann ja seine Leute woanders versichern lassen. Aber die werden alle gleich ziehen? Ja. Das ist nicht zu erwarten. Aber es wäre schön. Ja, das wäre schön. Dann könnte er sich dem nicht mehr entziehen, das ist richtig. Aber so wie es im Moment aussieht, es macht keine Kasse. Und wenn es eine tun sollte, wäre sie einen Kunden, möglicherweise dann vielleicht einen großen Kunden los. Die anderen freuen sich. Und die anderen freuen sich. Ja. Was in diesem Gesetzentwurf auch nicht enthalten ist, sind zum Beispiel Regelungen, dass Mobbing als Berufserkrankung anerkannt wird, sodass es eine Absicherung gibt für die Betroffenen über die Berufsgenossenschaften. Wäre ja auch mal zu überdenken, ob sowas möglich ist. Und auch dieses Gesetz ist wirklich nur arbeitsplatzbezogen und nimmt andere gesellschaftliche Ebenen nicht mit rein. Die bisher bestehenden etwas älteren Mobbinggesetze teilen sich mehr so in zwei Richtungen. Einmal so das staatlich regulative Konzept, wie es Schweden hat. Also es wirkt einfach präventiv. Und setzt darauf, dass wirklich der Arbeitgeber organisatorisch und über die Kommunikation
ja, sein Unternehmen so aufbaut, dass man, dass es eben Mobbing nicht fördert. Aber das funktioniert, das hatte ich ja gerade schon gesagt, eigentlich nur dann, wenn der Arbeitgeber selber schon diese Einstellung hat oder aber wenn wirklich eine Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht für ihn, sodass er eigentlich finanziell sozusagen dazu gezwungen ist, diese Präventivmaßnahmen auch durchzuführen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, also ich will die Präventivmaßnahmen nicht kleinreden, ich finde die sehr, sehr wichtig, aber ich finde sie alleine wahrscheinlich nicht effektiv genug. Wir hatten ja vorhin schon mal die Diskussion mit den Betriebsräteschulungen. Natürlich kann ich, wenn ich meinen Betriebsrat zu so einer Schulung schicke, meinen gesetzlich auferlegten Präventivmaßnahmen nachkommen. Aber was bleibt bei dem Betriebsrat da hängen? Ist es effektiv? Ja, da muss man natürlich dann auch ganz genau hinschauen, wie praktisch wirksam ist so eine Gesetzgebung. Wenn da in dieser Gesetzgebung Ordnungswidrigkeiten, Vorschriften vorhanden sind, dann müssen die auch ja schon so geregelt sein, dass sie ja dem Geldbeutel angepasst werden können des Arbeitgebers, sodass es ihm auch wehtut. Und dass er nicht weiß, ich nehme die Portokasse und gut ist, wenn ich meinen Pflichten nicht nachkomme. Da muss man halt wirklich schon genau hingucken. Frankreich zum Beispiel verfolgt mit seinem Gesetz eher das rechtsstaatlich repressive Konzept und setzt auch auf Straftatbestände, Beweiserleichterung, wobei man hier auch genau gucken muss, dass es nicht zurückschlägt. Da reicht die Glaubhaftmachung von einem Sachverhalt, der Mobbing darlegt. Und die Glaubhaftmachung... Das heißt, wenn ich einen Zeuge habe, der behauptet... Ja, das ist ja schon Beweis, Glaubhaftmachung. Ach, Glaubhaftmachung, okay. Glaubhaftmachung, und das kann durchaus, ich meine, es wird gerade im Mobbing recht häufig benutzt, dass dann der Mobber sagt, eigentlich bin ich ja das Opfer. Mhm. So, und wenn ich dann vor Gericht glaubhaft mache, dass ich als Arbeitgeber eigentlich ja das Opfer bin, und als Arbeitgeber habe ich natürlich den Pulk von Menschen rum und habe viel mehr Möglichkeiten, das auch glaubhaft zu machen, dann kann das mal ganz schnell für den eigentlich Betroffenen in die falsche Richtung losgehen. Auf der anderen Seite kann es ja auch missbraucht werden von Leuten, die Ärger mit ihrem Unternehmen haben, mit dem Chef haben und sagen, ich gehe mal vor Gericht, ich wurde gemobbt. Ganz genau. So, also das ist ja genau, das ist nämlich dann die nächste Sache, dass es Trittbrettfahrer gibt, die dann sagen, okay, ich würde jetzt gerne dieses oder jenes Ziel hier erreichen, kriege das aber nicht, also gehe ich mal ganz schnell nach außen und sage, ich werde gemobbt oder ich zeige meinen Vorgesetzten an wegen Mobbings und schon kann ich meine Ziele durchsetzen. Aber ich weiß halt nicht, wie es in der Praxis aussieht. Ist es wirklich diese Gefahr gegeben? Theoretisch kann man sie erkennen, aber ist sie in der Praxis wirklich da? Das habe ich keine Ahnung. Aber man muss natürlich drüber nachdenken und gucken, wie kann man Regelungen schaffen, die diese Gefahr vielleicht etwas minimieren. Ja, das war so ganz kurz der Überblick über das, was wir im Moment haben. Ich denke, der Rechtsschutz ist lange nicht so, wie wir ihn uns wünschen. Und ja, ich würde jetzt einfach ganz gerne... Ich würde dazu gerne noch was sagen. Ich finde die Frage ganz interessant, ob wir ein neues Anti-Mobbing-Gesetz brauchen. Ich habe eine Diskussion versucht anzuregen in dem Forum, mhm, und habe A, die 5 großen Parteien angeschrieben, eben mit dem Hinweis auf die Initiative der Piratenpartei und auch verschiedene Rechtswissenschaftler, also Professoren für Arbeitsrecht, mhm, und habe 3 Stellungnahmen bekommen von den Rechtswissenschaftlern und jeweils von den Parteien, die sozusagen, mhm, in solchem Gesetz stehen. Also wer dafür Interesse hat, Sie finden das auf der Webseite unter Informationen. Also fachforummobbing.de, mhm, und dann unter Informationen habe ich das als PDF-Datei hinterlegt. Ja. Vielleicht noch ein Satz. Ich weiß, dass auch in Polen ein Anti-Mobbing-Gesetz existiert. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es ein gutes Beispiel, wie können die Sache nur formal also funktionieren. Ja? Mhm. Weil der Gesetz schon seit 5 Jahren da ist, mhm, oder nicht. Und zweite Sache, es wäre vielleicht auch gut zu wissen,
wie das mit Antimobbing-Gesetz in Österreich ausgegangen ist. Das war auch ganz traurige Geschichte. Weil Kollege Plutsch hat vor 3 Jahren eine Antimobbing-Gesetz-Initiative ausgerufen, aber die haben den Gesetz nicht gebilligt im Parlament. Das Ergebnis blieb offen, ne? Das Ergebnis blieb offen, weil wir ja auch noch die andere Gruppe hören wollen. Ich habe mich bereit erklärt, das nochmal vorzulesen, weil zugegeben meine Schrift eine, ja. Pro ist auf jeden Fall mehr Klarheit für die Betroffenen und oder gegen die Täter, würde ein Gesetz bedeuten. Es käme zu einer besseren Regelung, auch für Konflikte. Es wäre, was die Interpretation pro und contra oder Interpretation der Konflikte angeht, weniger schwammig. Mit einem Gesetz würden die ethischen Maßstäbe erhöht. Es würde eine bessere Werteeinordnung stattfinden können. Und ich habe noch dazu geschrieben, ein Gesetz würde dazu beitragen, dass es eine höhere Demokratiewertigkeit bekäme. Unsere slowakischen Gäste haben... Das habe ich nicht verstanden. Können Sie das erklären, was Sie meinen damit? Wir haben ja ein bestimmtes Demokratieniveau. Ja. Und so ein Gesetz gegen Mobbing würde dieses Demokratieniveau nach meiner Meinung erhöhen. Warum? Weil damit klar geregelt werden könnte, das sind die Täter, das sind die Betroffenen. Unsere slowakischen Gäste trugen dazu bei, es gibt, so habe ich es verstanden, eine ganz heiße Diskussion über ein Gesetz gegen Mobbing in der Slowakei. Viele Arbeitnehmer wollen vor Gericht besser dastehen und einen stärkeren Rückenhalt bekommen. Sie sind sehr daran interessiert, dass es eine Zusammenarbeit gibt bezüglich einer Entwicklung eines Gesetzes zwischen der Slowakei und Deutschland. Im slowakischen Parlament braucht solch ein Gesetz eine eindeutige Mehrheit, die es im Moment nicht gibt. Und ich habe es so verstanden, dass Sie auch der Opposition angehören. Und damit also weniger demokratische Chancen haben. Ein Gesetz könnte stärkere Präventionsmaßnahmen regeln und es könnte festlegen, dass wenn Präventionsmaßnahmen nicht stattfinden, dass dann Regress erfolgen könnte. Dagegen spräche für ich ergänze klein- und mittelständische Betriebe, ist das uninteressant, weil also bei einem Einzelnen, der rausgemobbt wird, das auch gar nicht so teuer ist. Kontra, das Mobbinggesetz in ein Gesetz zusammenzuführen, ist nicht zielführend, sondern dieses Aufteilen würde für einzelne neue Gesetze bezogen auf die Taten besser funktionieren. Ein neues Gesetz bewegt nicht viel. Wir können wieder das Beispiel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes herbeiführen. Wir brauchen kein neues Gesetz. Ich habe das so zusammengefasst, das steht ja alles im Grundgesetz. Und auf Zwang ein neues Gesetz zu machen, das funktioniert überhaupt nicht. Mehr haben wir nicht gefunden. Gut, das heißt,
wir machen uns jetzt Gedanken über die Inhalte eines möglichen Gesetzes. Ja, und nicht, wie kann man anderweitig Regelungen finden, um den Präventivmaßnahmen oder Rechtsschutzmaßnahmen zu verbessern. Aber besser fände ich fast die Diskussion in die andere Richtung, weil die würde schlussendlich uns näher bringen. Also das ist jetzt mein Empfinden. Weil ein Gesetzesvorhaben auszudiskutieren, was nie in die Wege gerufen wird, ist auch... Ja, wir können hier jetzt sowieso kein Gesetzesvorhaben in dem Sinne ausdiskutieren, ja, weil da brauchst du eine große Runde an Juristen, die sich hinsetzen und da wirklich jedes Detail besprechen. Mhm. Ich hatte mir in der Vorbereitung des Workshops das einfach so gedacht, dass man guckt, welche Inhalte wünscht man sich in einem solchen Gesetz und dann natürlich auch, an wen, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, wir brauchen ein solches Gesetz, an wen können wir uns wenden, um es einfach dann auf professioneller Ebene natürlich auch voranzutreiben. Ja, knüpft man zum Beispiel jetzt einfach bei der Piratenpartei an oder wendet man sich an andere bekannte Politiker im Bundestag, wo man weiß, da trifft man auf ein offenes Ohr, wie kommt man an solche Leute heran, mit welchen anderen Vereinen kann man sich einfach zusammen zu tun, um einfach da ein bisschen mehr Nachdruck der ganzen Bitte auch zu verleihen. Solche Dinge, ja, dass wir hier natürlich keinen Gesetzesentwurf diskutieren können, das ist ganz logisch. Aber es gibt natürlich auch einfach die Möglichkeit zu sagen, jetzt okay, wir diskutieren jetzt andere Möglichkeiten. Mhm. Ganz ab von dem Gesetz, was könnte man sonst machen? Gehen wir uns in die gleiche Richtung. Wir haben uns auch zwar über ein Gesetz unterhalten, aber dann doch vielleicht eher im präventiven Bereich, dass man da gesetzliche Regelungen findet, die eben dafür sorgen, dass Mobbing gar nicht erst entsteht. Also das ist ja zum Beispiel in Schweden so, da hat man ja wirklich dieses Mobbinggesetz im präventiven Bereich. Da gibt es ja keine repressiven Regelungen. In Serbien ist es wirklich beides, was vorhanden ist. Und Frankreich hat die rein repressive Regelung. Dann glaube ich einfach mal, dass das Sie aufgeschrieben haben. Ich habe leider jetzt nicht alle Regeln aufgeschrieben. Ist das nur einer? Dann muss ich nur einen abnehmen. Das, was hängt sozusagen. Wir haben uns gefragt, was... aus welchen Bereichen müsste also Inhalte widergespiegelt werden und haben im Wesentlichen drei gefunden. Einmal die Konflikthaftigkeit am Arbeitsplatz, dann Konflikte in der Schule und da ist schon die Frage, geht es also um die Konflikte zwischen Lehrern, das wäre dann wieder... Das ist Arbeitsplatz. Das ist Arbeitsplatz, aber Mobbing in der Schule, ist das die Konflikte zwischen den Schülern oder und zwischen Lehrern und Schülern? Und als drittes, was wirklich auch zunimmt und in der Presse auch mit dem Wort Mobbing verbunden wird, Cybermobbing. Mhm. Im Netz oder über allgemein den ganzen neuen Medien. Das hat man ja also eigentlich schon, sollte man das gesetzlich aufsplitten. Und wir sind dann auch eigentlich stehen oder hängen geblieben bei der Frage, wie könnte man also über Öffentlichkeitsarbeit die Reklame für solch eine Gesetzlichkeit erhöhen. Also eigentlich weniger inhaltlich und waren dann auch neugierig, wie das in der Slowakei abgebildet wird. Mhm. Und sind die gleichen Eindrücke. Eins ist noch interessant, es hat also mit der direkten Gruppenarbeit nichts zu tun. Aus der Slowakei.
mit ihrer Übersetzerin, der Tochter, hat berichtet, dass sie die Chance hat, relativ regelmäßig in Zeitschriften zu schreiben. Mhm. Und kriegt dadurch Aufmerksamkeit. Und wir mussten, oder ich musste entgegnen, dass die Öffentlichkeitsarbeit gerade mit Printmedien bei uns relativ schwer ist oder sehr schwer ist. Ja, weil ich zum Beispiel über, also Printmedien ist richtig, ist schwierig, aber ich habe gemerkt, zum Beispiel über Xing hatte ich versucht, diese Veranstaltung hier so ein bisschen zu bewerben, konnte das natürlich nicht als Veranstalter machen, sondern habe dann einfach mal so einen Beitrag geschrieben, ich nehme teil und dann den Link genommen. Und habe dann auch gesehen, wie viele Zugriffe es auf diese Beiträge, die ich geschrieben habe, gesehen haben. Also da war täglich eine Veränderung drin. Ja. Und über die, es gibt in Kassel, Göttingen so eine Network-Gruppe, da kann man sich auch treffen einfach immer mal. Und dann gibt es eine Zeitschrift, die Isine, die in dieser Kassel- und Göttinger-Gruppe dann erscheint. Da hatte ich auch im letzten Jahr mal einen Beitrag zum Mobbing drin. Also da ist die Aufmerksamkeit groß. Ich denke so, wenn man mehr in die Öffentlichkeit käme, das wäre sehr von Vorteil. Aber natürlich muss man dann auch wieder die richtigen Leute kennen, die sich entsprechend einsetzen, sodass man da wirklich auch mal gerade auch in die Printmedien kommt. Und darüber wollten Sie dann den Fokus mehr auch auf so ein Gesetzgebungsverfahren lenken, war so die Idee, über mehr Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Ja. Weiter sind wir nicht gekommen. Ja, die Zeit. Man bräuchte eigentlich mehr Zeit. Wie immer, genau. Das ist aber ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt. Ja. Und bei Ihnen? Nichts? Sie haben doch die ganze Zeit diskutiert. Ja, diskutiert haben wir. Ja. Auch über das Thema. Aber? Ja, ich denke, bei uns war mehr die Frage im Vordergrund, ist das überhaupt wirklich sinnvoll? Dann haben wir natürlich auch ein bisschen darüber gesprochen, was da alles rein soll. Aber da ist jetzt auch nicht so viel Neues mehr entstanden. Mhm. Also wir haben uns eher überlegt, so ob man dieses Gesetz nicht vielleicht besser im Bereich der Prävention dann ansetzen sollte. Und da haben wir uns dann Gedanken gemacht, wie das dann aussehen könnte. Also was, und auch die Risiken, die damit verbunden sind. Also dass es nachher vielleicht auch nur eine Luftnummer ist oder... Also, ja, dass es nach hinten losgehen kann. Ja, oder dass einfach zwar ein Gesetz da ist, aber dass es genauso wenig bewirkt wie die bereits bestehenden Gesetze, das jetzt tun. Also, ich hoffe, ich habe das so weitestgehend. Eine Ergänzung dazu noch, es ist da auch noch genannt worden, prinzipiell so eine Möglichkeit, weniger im gesetzlichen Bereich, sondern mehr so im ISO-Bereich, also so eine... ISO, wie es fürs Qualitätsmanagement zum Beispiel gibt, diese ISO 9000 FF, so etwas Ähnliches für den Umgang mit seinen Mitarbeitern, so eine Art soziale Qualität des Unternehmens, das natürlich auch in die Ecke geht, was Sie angesprochen haben mit diesem Beziehungsaudit. Hm. Also bei Audit denke ich auch an Qualitätsmanagement natürlich. Und das wäre schon auch eine Möglichkeit, hier einfach ganz offen, öffentlich Standards zu definieren und versuchen auch hier Unternehmen eine Chance zu geben, einen Wettbewerbsvorteil daraus zu entwickeln, wenn sie nach diesen Beziehungsstandards zertifiziert sind. Also das wäre auch so meine persönliche Idee oder Vorstellung, dass ich sage, auch nicht verpflichtend im gesetzlichen Wege, sondern einfach ein bisschen so die Freiwilligkeit, die natürlich unterfüttert ist mit diesem unternehmerischen Denken. Ich
habe so viel Mitbewerber und Wettbewerber auch in internationalen Märkten, seit wir globalisiert sind, hat es jedes Unternehmen begriffen, dass wir uns einfach einen Wettbewerbsvorteil verschaffen müssen. Soweit ich weiß, gibt es in Frankfurt, ist das mit, denke ich, Fairness-Stiftung. Und die genau, machen die jedes Jahr ja, Fairness. Die so einen Ausschnitt zumindest beschreiben. Können dann auch so fair den Mitarbeitern oder im Unternehmen. Ja. Da gibt es ja andere Möglichkeiten, auch so Ottawa Charter und die ganzen Dinge, die ja auch so ähnliche Zwecke verfolgen. Aber so wirklich so ein ISO-Standard, das wäre natürlich schon eine Sache. Ein Anti-Mobbing-Preis. So, irgendwie so. Mit aufnehmen, den normalen Preis, dann nehmen wir halt das, was ich. Gerhard Schröder, naja, nicht unbedingt, aber. Gibt ja schon Liste bester Arbeit. Bester Wellenpreis. Ja, bester oder. Das ist natürlich eine Möglichkeit, genauso wie man eine rote Liste haben kann. Zu welchem Arbeitgeber sollte man möglichst gar nicht gehen? Eine Liste von Arbeitgebern oder Unternehmen, wo man gute. Genau, Erfahrungen gemacht hat, um einfach auf diesem Weg das zu forcieren. Wo wir natürlich auch wieder bei der Diskussion heute Mittag am Tisch waren, in welcher Gesellschaft leben wir denn eigentlich, in einer Kritikgesellschaft oder einer Lobgesellschaft? Ja, so diese verschiedenen Herangehensweisen. Ein ganz kurzer Aspekt, in Sachsen gibt es eine Stiftung, die einen sogenannten Fairnesspreis herausgegeben hat, Fairness in der Arbeitswelt. Und ein Kollege aus Chemnitz hat da sehr viel auch Werbung betrieben. Und die Auslobung dieses Preises und die Überreichung dieses Preises ist daran gescheitert, dass sich so gut wie kein Unternehmen, kein klein- und mittelständischer Betrieb daran beteiligt hat. Das ist eine Bewerbung für diesen Preis. Ja. Also es ist schon ganz eigenartig manchmal. Dass die Leute, also da wird ein Fairnesspreis ausgelobt und es findet sich keiner bereit, da mitzumachen. Das ist ja komisch, eigentlich. Ja, diese Geschichte ist nicht ganz neu. Also ich bin zum Beispiel auch Auditor für Ethik- und Wertemanagementsysteme. Also ich darf das implementieren in Unternehmen und auch auditieren. Da hat der Gründer von diesem Ethik- und Wertemanagement von der EV in Konstanz, der hat in Fraport zum Beispiel hat das als erstes riesengroßes Projekt auch initiiert. Viele meiner Kunden wissen das auch und ich kenne doch einige Unternehmen, aber ich habe bis jetzt nur einen einzigen gefunden, der auch bereit war, sich da zertifizieren zu lassen. Und die anderen haben gesagt, was nützt mir das, wenn ich ethisch bin oder Werte aufgestellt habe, wie ich mit meinen Kunden und Mitarbeitern umgehen will und das tatsächlich dann auch leben muss, weil genauso wie beim QM, also Qualitätsmanagement, alle zwei Jahre dann auch Audits sind. Das heißt, ich muss nicht nur einmal gut sein, sondern nach zwei Jahren schon wieder und dann nach vier nochmal und dazwischen vielleicht sogar auch noch. Aber es ist in die ähnliche Richtung, deswegen schüttel ich zwar mit dem Kopf, aber es ist mir nicht ganz unverständlich, warum sich da niemand um so einen Preis bewirbt.